Hey Freunde der großen Monsterjagd, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu der neuen Folge Monster Hunter World. In der letzten Folge haben wir nur zwei schnelle Jagden gemacht, weil ich habe mal ganz schnell noch was gebraucht. Da habe ich auch ein paar Fragen gestellt, wegen Waffen, und es gab eine Antwort, die blende ich euch hier ein, mich mal einen Charge Blade Guide zu machen. Ich müsste es erstmal selber noch ein bisschen üben. Aber ich würde das auch ganz gerne mitmachen. Und er wird in einer der nächsten Folgen, also in ein paar, also nächste, übernächste Folge, wird es dann auch mitkommen. Und ja, in dieser Folge machen wir noch ein bisschen Farmi. Ah, hallo Jägerin. Ich hatte eine nette Unterhaltung mit einem Erstbüverianer. Dank deiner Hilfe. Ich bin so schnell wie möglich zurückgekommen, um das für dich herzustellen. Ich hoffe, es ist nützlich. Hoffentlich kannst du damit die Kälte vergessen und dich auf deine Mission konzentrieren. Also, was kann ich für dich schmelzen? Saphirstern? Sumpfläuferjuwel. Nichts erst einmal. Und auch den Kommentar vom Super Slate. Den seht ihr da unten irgendwo. Ich habe da jetzt mal die Webcam hier oben hingepackt, weil er gefragt hat, ob es nicht vielleicht besser ist. Wir probieren es mal aus. Auch wenn ich gerade sehe, da wo die Webcam ist, wird die Aufgabe angezeigt. Aber vielleicht ist, während die Mission ist, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Also, nö. Wir beginnen mal mit was Leichtem. Ja, tut mir schon ein bisschen leid, der Auto. Ich glaube nicht. Essen ist überbewertet. Au! Ist ja nur ein High-Rank, Odo. Autsch. Odo? Bei Blutung sich ein bisschen geduckt irgendwo verstecken, hinhocken. Ich gehe auf seinen Hinterteil. Das ist schön, wie er wegfliegt. So richtig beherrsche ich die auch noch nicht, aber seht ihr, wie schnell es geht. Ah, hab ich schon wieder ziemlich runtergewetzt. Was ein Schärfegrad. Solange die rote Glut um die Klingen ist, solange ist man quasi in den Zwischendämonenmodus. Nenn ich es mal. Also, R2 drücken ist man Dämonenmodus. Verbraucht halt Ausdauer wie Sau. Aber die Angriffe sind auch auf einige stärker. Weil die Ausdauer unten ist. Wenn man die Leiste gefüllt hat, ist man in einem Dämonenmodus. Was richtig, habe ich auch noch nicht die ganzen Kombis raus, was man damit machen kann. Hä? Man kann halt die Gegner schön mal drehen mit den Doppelklingen. Okay. So. Nein, ich war nicht in ihn direkt drin. Das klingt auch schon wieder so falsch. Ich muss fix einen Low Rank Katachi machen. Was? Gegen einen Low Rank jetzt was zu essen wäre sehr unfair. Toby. So, erstmal damit. Halt, stopp! Ach, bleib doch da. Geht doch. Bleib da. Toby. Okay. Nochmal. Nehmen diesmal eine andere Waffe, ein, die schneller geht. Das sollte jetzt ziemlich flott gehen. Also wenn er überhaupt einmal, wenn er es überhaupt schafft, einmal abzuhauen. So, jetzt haut er schon ab. Wenn er es überhaupt schafft, einmal abzuhauen. Keine Ahnung, wo ich drauf gehen muss wegen der Elektrode. Easy. Ah, Terstra und Odo.
Zum Ende hin können wir nochmal den Drachenältesten erledigen. Angriff hoch. Ach, ich habe ja wieder keine Dingswaffen. Ältesten Siegel. Naja, was soll's. Wer braucht schon ein Ältesten Siegel, wenn er kein Skill hat? Ich weiß, was ich vergessen habe. Kaltgetränke? Manchmal bin ich echt einfach lost. Ob ein Heißgetränk hier wohl auch wirkt? Da ist er doch schon. Na komm schon. Ja, Mauenangriff geschafft. Ja, Theostra. Das ist eigentlich schon ein bisschen stinkig gerade, oder? Er glüht. Oh. Upsi. Es war geplant. Ich wollte nur ganz fix hier meine... wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Einpacken. Ja. Ja, ja. Wasch. Aus keinem anderen Grund habe ich mich einmal ohnmächtig werden lassen. Nicht, dass ich da nicht aufgepasst hätte. Weg, 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 weg. Als Drachenältester ist immer noch ein bisschen eine andere Liga. Jetzt weiß ich auch, wie ich so viel Schaden bekommen habe. Da um ihn rum brennt alles. Er ist halt ein heißer Typ. Alter! Oh, Schärfe ist schon ziemlich down. Ja, ich habe nochmal zum Hinlegen gebracht. So. Easy. So, die Doppelklingen sind die Gegner alle ziemlich easy. Vor allem hier ein Theostra. Kümmern uns mal. Kriegen wir hin. Da war er. Ja, Odo. Zappel jetzt mit deinen Füßen rum. Ja, das Hinterteil erstmal wieder abschlagen. Der liegt eigentlich schon viel zu oft. Das sind so gesehene Speedruns eigentlich schon. Nee. Alter! Unmöglich, die Gyros. Erstmal schön weggeschmissen. Da tut mir schon ein bisschen leid. Ich glaube, da muss noch mal einer dran glauben. Ja, einmal noch. Einmal ist keinmal, Leute. Reißzähne, also... Hauptsächlich aufs Gesicht. Immer mitten in die Fresse rein. Alter. Auch nur Reißzähne von ihm. Aua. So. Ja, noch einen. Haben aber eigentlich viel geschafft in der heutigen Folge. Ich brauche nur einen Reißzahn, den werde ich nicht bekommen. Ja! Wir sollten damit jetzt unsere nächste Waffe fertig haben. Wenn wir Glück haben, sogar zwei Waffen. Ja. Aber wir haben jetzt die Sünder. Und die sehen mal mega geil aus. Na gut,
Dann werden wir die in deiner nächsten Quest sehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und schaltet das nächste Mal auch wieder ein hier bei Monster Hunter World. Bis dahin, auf Wiedersehen!